Bischof Georg Betzing schafft Fakten in seinem Bistum Limburg und setzt die Dokumente des synodalen Weges in die Praxis um, inklusive des gescheiterten Dokuments über die neue Sexualethik. Wir können davon ausgehen, dass andere Bischöfe, die den synodalen Weg unterstützen, auch solche Schritte unternehmen werden. Das hat sich auch angekündigt bei der letzten Synodalversammlung im September 2022. Etliche haben gesagt, wir werden diese Dinge umsetzen, egal was am Ende passiert. Überraschend ist allerdings die Geschwindigkeit. Normalerweise hätte man erwartet, dass der synodale Weg seine letzte Plenarveranstaltung durchführt, also die Synodalversammlung im März 2023, oder dass zum Beispiel auch die Weltsynode ein bisschen Fahrt kommt und die dann ein bisschen die Stimmung mitkriegen, wie die Weltkirche zu dem synodalen Weg irgendwie so steht. Aber die machen das sofort. Die warten gar nicht mehr ab. Die warten nicht einmal mehr ab, dass zum Beispiel der synodale Ausschuss eingeführt wird nach der nächsten Synodalversammlung im März 2023. Also die preschen richtig vor, die schaffen Fakten. Das allerdings ist nicht völlig überraschend. Ja, man sieht, es gibt einen Plan. Eine ganze Reihe von Bischöfen scheinen tatsächlich so vorgehen zu wollen. Das lässt jedenfalls ein Interview vermuten von Domradio mit Bischof Dieser aus Aachen und Frau Birgit Mock. Frau Birgit Mock ist die Vorsitzende des Synodalforums Sexualität und Partnerschaft des Synodalen Weges in Deutschland und Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Bischof Dieser ist wiederum Bischof von Aachen und Vorsitzende des Synodalforums Sexualität und Partnerschaft des Synodalen Weges. Und Sie sagen, das ist ein sehr langes Interview, ich werde nur drei Stellen daraus nehmen, wo man sehen kann, die werden vorpreschen, die wollen Fakten schaffen und dann werden die erstmal abwarten, was passiert. Gibt es dann einen riesen Aufschrei oder was wird dann passieren? Jedenfalls, hier schreibt, ich gehe von hinten nach vorne eigentlich im Interview. Wenn Sie das Interview lesen, werden Sie sehen, dass ich die Stellen nicht in der Reihenfolge kommentiere, wie sie im Interview stehen. Aber hier wird gefragt, Domradio fragt Frau Mock, das ist eine ziemlich bekannte Figur im Synodalen Weg, wenn Sie sich die Livestreams anschauen und so, ist sie relativ oft, kommt sie relativ oft zu Wort und leitet Sitzungen und so weiter. Und dann sagt sie ganz Folgendes, das ist ja wirklich interessant, sie sagt, eine der Fragen, die wir im Synodalen Weg kontrovers, heftig, mit einem großen Ring miteinander besprechen, ist, wie sich kirchliche Entwicklung vollziehen kann. Und dann die Frage, darf die kirchliche Lehre verändert werden? Muss sie vielleicht sogar verändert werden? Das heißt, es ist denen schon klar, worum es hier geht. Es ist nicht so, dass wir ja jetzt ein bisschen ändern, wir machen ein bisschen andere Akzentuierungen, aber im Grunde bleibt alles beim Alten. Nein, die wissen, es geht hier um Veränderung der Lehre und darüber streiten die kontrovers, heftig und es gibt ein großes Ring. Also die wissen, es ist wichtig, es ist bedeutsam, was sie machen. Und dann kommt sie zur Schlussfolgerung, wir, also Sie, Frau Mock und Bischof Dieser und die ganzen Rabiaten, die Radikalinskis haben, wie so einen anderen Weg, wir verstehen es so, dass Kirche bei den Menschen sein muss und bei ihrer Lebenswirklichkeit. Wir sind in unserem Forum, das heißt, überlegen Sie, das heißt, sie ist, wie undiplomatisch sie das formuliert, wir sind in unserem Forum zu der Gewissheit gekommen, dass es immer schon eine Veränderung in den kirchlichen Orientierungen gab. Dafür wollen wir auch heute einstehen. Das ist die Ergebnisse des Forums, die sind sozusagen Orientierungspunkt, die geben die Orientierung für den synodalen Weg, wie sie weitermachen, ob sie die Lehre verändern sollen, ja oder nein. Also das heißt, es ist völlig selbstreferenziell. Aber jetzt, das heißt, die wissen, hier wird etwas verändert, wir machen hier einen Bruch. Die benutzen zwar nicht das Wort Bruch, aber das Wort Bruch benutzen eine ganze Reihe von anderen. Und ich meine, es gibt sogar eine ganze Reihe von Texten des Synodalen Weges, wo auch das Wort Bruch steht. Das heißt, einige sagen, nee, es ist doch eine Weiterentwicklung, aber andere sind nicht so naiv oder sie halten die öffentliche Meinung oder die Öffentlichkeit nicht für so naiv, sagen, nein, wir wollen einen Bruch, wir brauchen einen Bruch. Ja? Also vor allem die ganz Radikalen sagen so. Und das Interessante ist ja folgendes. Hier kommt jetzt Bischof Dieser zu Wort und ihm fragt Domradio, okay, so was ist so die Stimmung im Vatikan überhaupt unter den Bischöfen in der Weltkirche und so weiter. Und da werden Sie sehen, er weiß ganz genau Bescheid. Also das Ganze ist hier wirklich
heftig, was hier abläuft. Ja? Es ist explosiv. Das Ganze droht wirklich eine richtige Spaltung herbeizuführen. Und zwar, er sagt jetzt hier über Rom, also über den Adlimina-Besuch im November 2022, wo sie ja wirklich sehr viel Kritik einstecken mussten, die Bischöfe, die deutschen Bischöfe. Mein Eindruck von den Tagen in Rom ist der, dass es auch innerhalb der Kurie einen Richtungsstreit gibt. Ein Ringen, in welche Richtung die Kirche insgesamt an der Spitze der Weltkirche die Zeichen und Weichen stellen wird. Und da ist offensichtlich Bischof Dieser, der ja ultra-reformistisch ist, der sagt, okay, wir werden unseren Weg gehen. Wir wissen, okay, es gibt diese und andere, aber wir werden einfach unseren Weg, das, was wir für richtig halten, werden wir gehen, ohne Rücksicht auf die Meinung von anderen. Ja, und dann sagt er eben, es ist tatsächlich so, dass wir deutschen Bischöfe in Rom bei einem Teil der Kurie sehr viel Widerstand erlebt haben. Er konstatiert das. Wir haben sehr viel Widerstand erlebt. Ein anderer Teil, der auch für dieses Vorbereitungsdokument steht, hat in diesen Konfliktgesprächen eher geschwiegen. Also das sind diese ganzen Dokumente, die wirklich besonders umstritten waren, darunter natürlich auch diese neue Sexualethik. Ja, aber dass das Ganze wirklich explosiv ist, ja, dass das Ganze wirklich zu Spaltung, zu unglaublichen Streitigkeiten führt, das konstatiert er. Das sagt er ganz offen. Er sagt, weil Domrado fragt, ja, okay, aber wie ist das? Wie sind die ganzen Kritiken und so? Die, konkret sagen, fragen die folgendes: Kardinal Ouellet, Kardinalpräfekt der Bischofskongregation, berichtet, in Rom würden tagtäglich Anfragen und Beschwerden über das Ärgernis des synodalen Weges in Deutschland ankommen. Das war tatsächlich eines der wichtigsten Punkte. Er sagt, sie schockieren die Gläubigen in Deutschland mit ihrem synodalen Weg. Das hat er offen gesagt. Ja? Haben wir hier auch ausführlich besprochen. Wie antwortet diese auf diese Sache? Er sagt, ja, es ist tatsächlich so. Ich brauche nicht nachfragen, weil das auch bei mir der Fall ist, also bei ihm im Bistum. Ja, die Post, die er wahrscheinlich jeden Tag bekommt. Die Gegner einer Veränderung sind lautstark und sie vernetzen sich. Ja, was überhaupt nicht erstaunlich ist. Natürlich vernetzen sich die Menschen. Die Reformisten vernetzen sich ja auch. Ja. Übrigens, das ist hier sogar in einer Online-Konferenz stattgefunden. Das heißt, in einer Vernetzungsveranstaltung. Aber die sagen, okay, wenn die an sich vernetzen, das ist ganz komisch, ganz schlimm. Aber wenn die sich vernetzen, das ist gar kein Problem. Aber dann sagt er folgenderweise, das ist wirklich heftig, was jetzt kommt. Sie sind in einer gewissen Weise auch hochaggressiv. Die Leute, die den synodalen Weg kritisieren, sind hochaggressiv. Überlegen Sie. Das heißt, wenn man so sagt, die sind hochaggressiv und es interessiert mich nicht, was sie sagen. Interessiert mich nicht. Mit denen kann man sowieso nicht reden, weil die hochaggressiv ist. Indem immer wieder die Botschaft gesendet wird, was ihr macht, ist von vornherein verboten, weil es die Kirche auf einen Irrweg führt. Ihr dürft in dieser Richtung nicht weiterdenken. Und damit meint er insbesondere natürlich die Gläubigen, denn darauf bezog sich die Frage von Domradio. Das heißt Leute zum Beispiel wie mich, ja, ich nehme an, auch Margarete Strauß und so. Das heißt die ganzen Leute, jetzt die normalen Gläubigen, die mit ihren Blogs oder YouTube-Kanälen oder wo auch immer eben sagen, dieser synodale Weg ist ein Weg in ein Schisma und in eine heretische Nationalkirche in Deutschland. So. Diese Leute sind hochaggressiv, die brauchen uns nicht zu interessieren. Aber, das ist ihm wichtig hier, Bischof Dieser konstatiert, dass diese Spaltung auch im deutschen Episkopat da ist. Ja? Und trotzdem wollen die ihren Weg durchsetzt. Das heißt, die haben sozusagen sich damit abgefunden, dass eine Spaltung stattfindet. Er sagt Folgendes: Ich glaube tatsächlich, dass auch unter uns Bischöfen, also im deutschen Episkopat, in der deutschen Bischofskonferenz Ängste bestehen, irgendwelchen falschen Leuten Wasserträger zu sein. Ja, das heißt, er konstatiert, ja, wir sind gespalten in dieser ganzen Angelegenheit. Aber das bedeutet nicht, dass man sagt, okay, wir werden jetzt warten, wir machen ein Moratorium, wir versuchen uns zu einigen, möglicherweise sind wir auch falsch, vielleicht, okay, ja, wir haben tatsächlich die Vorstellung, wir meinen, okay, wir müssen die Sexuallehre ändern und andere Sachen auch, die Leitung der Kirche etc. etc. Aber vielleicht sind wir ja falsch, aber wir lassen uns gerne belehren. Diese Haltung ist vorbei, die gibt es nicht mehr. Ja? Die wollen Fakten schaffen und das wird sehr deutlich. Und das ist jetzt Frau Mock, die antwortet. Und zwar konkret zu diesem gescheiterten Text.
Ja? Aber wir erleben, dass dieser Text in der Welt ist und dass diese Botschaften weitergetragen werden, dass sie in einigen Bistümern als Grundlage der Handlungen umgesetzt werden. Das ist auf brutale Art und Weise geschieht das jetzt in Limburg, wo diese Leitlinien zur Sexualität verpflichtend, ich bin gespannt, wie jetzt die ganzen Pfarrer reagieren, weil die werden jetzt verpflichtet, im Grunde eine Geschichte durchzusetzen, die unkatholisch, antikatholisch ist. Ja. Aber tatsächlich gibt es Handlungen, ja, gibt es Implementierungen, die zwar nicht so radikal sind, aber auch in Anbistümern, zum Beispiel Bistum Mainz. Aber ich würde mich nicht wundern, dass bald solche Leitlinien auch in Bistum Essen durchgeführt werden, in Bistum Mainz, Osnabrück vielleicht, Bode und so weiter. Ja, muss man abwarten, muss man sehen, ob wie die dann reagieren werden. Vielleicht warten die ab, okay, wie werden die Reaktionen auf Limburg sein. Ja, und dann heißt es weiter, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken hat den Text in einer großen Versammlung jetzt nochmal als Grundlage angenommen. Da muss man sich fragen, okay, warum machen sie eigentlich diesen ganzen teuren synodalen Weg, wenn sie die gescheiterten Texte ja sowieso benutzen. Ja, also die hätten sich das Ganze eigentlich schlicht und ergreifend sparen können. Übrigens auch Bistum Limburg. Das hat nämlich irgendwie ein Gremium im Bistum, ich glaube, der Diözesan-Synodalrat hat das beschlossen. Ja, überlegen Sie. Das heißt, der Diözesan-Synodalrat in Limburg hat inzwischen Lehramt der Autorität, die beschließen das. Das heißt, man muss jetzt nicht diesen riesen Karneval, synodaler Weg veranstalten, um diese heterodoxe Lehre einzuführen und um eine deutsche Nationalkirche einzuführen. Das braucht man nicht. Ja? Übrigens, Bischof Betzing in Limburg hat nicht nur das implementiert, sondern der ist gerade dabei, die ganze Leitungsfunktion, die ganze Leitungsstruktur des Bistums zu verändern. Aber das ist so kompliziert, da brauche ich ein bisschen mehr Zeit, um mich daran einzuarbeiten, weil da muss ich mich hier ein bisschen mehr einlesen. Aber Sie sehen, im Grunde genommen, die Änderungen, die stattfinden, sind nicht nur lehramtlich, sondern außerdem noch im Bereich der Leitung. Und alles hier im Epizentrum, wenn Sie so wollen, des synodalen Weges im Bistum Limburg, denn Bischof Betzing, wie Sie ja wissen, ist der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Aber damit Sie sehen, wie anspruchsvoll die sind, ja, und die sagen, okay, es ist uns egal, ob diese Dokumente scheitern oder nicht, wir werden die durchsetzen. Und zwar auf der Ebene der Weltkirche, sagt diese Frau Mock, wir wollen ihn auch übersetzen, sodass er seine Wirkung mit diesen Botschaften entfaltet, die aus unserer Sicht auch wichtig sind. Das heißt, die werden das Ganze umsetzen. Das Bild, was sich hier zeichnet, ist, ganz einfach, so hat sich das schon gezeigt, eigentlich, wie gesagt, nach der letzten Synodalversammlung, aber man sieht hier ganz klar, was passiert. Die Bischöfe, die voll hinterm synodalen Weg stehen, ein Teil davon, die radikalsten, sagen wir, Betzing nochmal, dieser Overbeck vielleicht, Bode wohl auch, ja, ich weiß nicht, ob andere vielleicht, ich weiß nicht, ob Jung möglicherweise, die Kardinal Marx, die werden den synodalen Weg so oder so durchsetzen, einführen und implementieren. Ja? Und die werden dann sagen, okay, dann soll jetzt Rom uns absetzen. Ja? Oder Rom soll jetzt einen Visitator schicken und das beobachten und anscheinend, oder meinetwegen die Glaubenskongregation soll irgendwie sagen, das geht alles nicht. Und ja, okay, und dann sollen sie uns eben absetzen. Gut. Okay, und dann gibt es dann die Gegner, die werden sagen, das ist alles völlig falsch. Das heißt, da gibt es eine ganz klare Opposition und damit eine Spaltung im Grunde im deutschen Episkopat gewissermaßen. Die brauchen sich gar nicht mehr zu treffen in der Bischofskonferenz. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die überhaupt keine Position einnehmen werden. Das sind, ich würde sagen, mindestens ein Drittel. Ja, und die werden die Sachen laufen lassen. Ja. Aber das Problem ist folgendes. Dieses System oder diese Implementierung ist natürlich eine dynamische Geschichte, weil dann werden die Sachen im Grunde erstmal richtig ihren Lauf nehmen. Und das heißt, man kann nicht abwarten, dass dieser ganze Zerstörungsprozess ja immer schneller geht. Ja. Man kann nicht davon ausgehen, okay, die werden diese Dokumente implementieren und möglicherweise werden sie nicht unbedingt Druck machen auf die Pfarrer, aber de facto wird das Ganze ein Prozess der Zersetzung des Glaubens und der Treue zum Lehramt. Und am Ende haben sie eine Kirche, die zwar katholisch heißt, aber nicht mal ansatzweise mehr katholisch ist, sondern genau das Gegenteil. Sie ist antikatholisch. Das ist, was uns droht, zumindest in einer gewissen Zahl von Bistümern in Deutschland, die dem Beispiel von Bischof Betzing folgen. Vielen Dank.